Hallihallo, hier ist mal wieder Corazon und wir sind zurück in Elex. Stehen geblieben an diesem wunderschönen Türmchen. In der Hoffnung, hier sind nicht mehr Feinde, als mir lieb ist. Aber scheinbar sind hier eher keine. Und ich bleibe skeptisch. Kannst du mal kurz ans Licht gewinnen? Danke. Leer. Boah, das Klopapier, das nehmen wir mit. Und ein Besen. Boah. Ein Besen. So, okay. Ja, super. Oh, kleiner war. Nein, also so. Haha. Einfach. Ja, das war wirklich einfach. Da gebe ich dir mal recht. Elektroschrott, ein bisschen Elixit, okay. Nein. Was liegt da? Zigarettenstange Mana, oder? Ja, Mana. Warum liegt hier Mana? Ist doch gar nichts von den Berserkern hier. Wie sind sie weit weg von den Berserkern? Muss ich denn da weiter hoch? Ja, das könnte der Weg weiter sein. Voilà. Nicht da runter. Hoch. Nicht runter. Da ist die Tür komplett zu, okay. Ja, um ein Dach gibt's nicht, okay. Warum ist die Tür dazu? Ist da irgendwas? Sehen wir da irgendwas? Ich sehe da nur Steinchen. Ist halt zu, ne? Das war's schon, okay. Speichern wir mal wieder. Ich bin hier nur am Speichern heute. Ja, der Weg ist mir alles andere als vertraut, sicher oder gemütlich. Das war eine der ersten Quests, mit die wir bekommen haben. Ah, Blutis. Aua. Hey. So geht man mit der Lady aber nicht um. Ah, da ist schon dieses... Was ist das jedes Mal? Der macht das nur ab und zu. Nee, jetzt macht er schon wieder. Scheinbar doch so hart. Fernkampf. Nimmst du bitte jetzt den Heiltrank? Danke. Heidewitzka, jetzt hatte ich aber hier gerade. Der wollte partout den Heiltrank nicht nehmen, ey. Habe ich ein bisschen Schiss bekommen. Okay. Ich bin in der richtigen Richtung. Also. Da oben wahrscheinlich, ja? Ja, gut. Gehen wir weiter hoch. Und davor stehen jetzt mal fette Viecher. War ja klar. Was ist das eigentlich für eine Quest? Ich muss noch mal gucken, was ich das vergesse, bevor ich... War das nicht mit diesen Händlern eigentlich oder so? Ich bin gerade ein bisschen, ne? Lieferant, genau. Dietrich hat einer Hintermänner des Elixhandels im Hort gelangen.
Eine seiner Männer für die Lieferung beobachte. Diese kam aus Süden. Das soll im Vorposten der Kleriker sein. Er hat mir einen Durchsuchungsbefehl ausgestellt, der mir gestattet, dort alles zu durchfolgen. Ja, eigentlich kampflos. Eigentlich. Schauen wir mal. Natürlich die ganzen Mutanten davor, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, die scheinen auf meinem Durchsuchungsbefehl. Ah, dann auch noch Sticks. Die mag ich also sehr. Würdest du bitte auf deine Kampfwaffe wechseln? Danke. Ja, war ja klar, dass der jetzt direkt auf mich geht. Schweinehund. Au. Ich mag euch nicht. Und ihr mich nicht. Ich merk's. Wie kommt man an denen jetzt vorbei? Zwei von denen ist mir echt eher zu viel. Haben wir noch irgendwie. Ich müsste doch die Handgranaten noch haben, oder? Oh, Kriegsbogen. Kann ich noch nicht benutzen. Yay. Warte mal, ich kann die Armbrust benutzen. Was soll ich wirklich mehr Schaden? Was bringt's mir nicht? Flammenwerfer-Typ P. Ich kann den Flammenwerfer benutzen. Seit wann habe ich einen Flammenwerfer? Boah, legen wir mal dahin und die Granaten dahin. Und dann speichern wir nochmal. Und dann will ich 0. Die wunderschönen Granaten. Heißt. Und dann sage ich mal hier: Gib ihm! Ja, die helfen was. Nix da bleibt hinter mir. Ja. Eine Granate kommt selten allein. Ups, jetzt hab ich mich selber erwischt. Hö. Nummer 1 haben wir. Gern doch. Können Sie bitte jetzt. Sehr schön. Hehehe. Mit genügend Handgranaten geht das alles. Wo will er hin? Feigling. Ständig neue Mauern baut, anstatt sie einzureißen. Warum wir neue Mauern bauen? Weil so ein Typ wie ich kommt und wild mit Handgranaten um sich wirft. Deswegen. Und weil hier anscheinend Mutantenviecher rumrennen, die großen Hunger auf Menschenfleisch haben. Das könnte auch ein Grund sein, ne? So. Eine Nordranke, okay. Wächst wahrscheinlich nur im Norden des Landes. Ich will jetzt mal anhand des Namens so spekulieren. So, okay, jetzt war da nix. Ich weiß nicht, ich finde es hier immer noch nicht einladend. Ich dachte, ab hier kommen so die Menschen, denen ich reden kann. Irgendwie. Bleibt ja alles recht düster und verlassen. Hm. Was war eine Zigarette? Können wir auch mitnehmen. Schadet nicht. Ist hier einfach niemand oder sind wir noch falsch? Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Boah, so kann man das ja auch nennen, ne? Manche nennen es auch Ruinen. Hier ist er.
Schlüssel nicht drauf? Okay. Doch, kann ich. Ha. Okay. Fehlt ein Herz? War das nicht so ein Setzling für ein wilden Herz? Ich bin immer mehr verwirrt über diesen Ort. Ich habe das Gefühl, ich werde keinen finden, der meinen Durchsuchungsbefehl lesen wird. Und höchstens mir die Hand abknabbert, während ich das Ding hinhalte. Erst tief ins Innere. Oh, ja, da laufen welche, okay. Okay, es ist doch Leben hier. Sind nur weiter drin, alles klar. Jetzt hatte ich echt ganz selbst so ein Gefühl, so von wegen, das was wird. Weiße Pfeile? Oh, die nehme ich mit. Das Trockenfleisch auch. Gehorsamst, Akolyt zur Ausbildung angetreten. Anzug ist gerichtet und Stiefelputz verbessert. Ich bin nicht hier, um dich zu kontrollieren. Denkst du, ich ratter diese Leier für dich runter? Ich prügel mir die Standardsätze rein, weil schon bald die nächste Inspektion ansteht. Wenn ich da erneut Fehler mache, werde ich wieder zur Waffenreinigung verdonnert. Und darf mir unzählige Predigten anhören. Warum bist du nicht im Hort stationiert? Exterritoriale Ausbildung nennen sie das. Lernen durch Praxiserfahrung. Kampfhandlungen sind hier keine Seltenheit. Und ah, okay. Nicht nur Banditen, sondern auch die ständigen Angriffe der Biester setzen uns zu. Anders formuliert, das hier ist der letzte Ort, an dem du sein willst, wenn du noch grün hinter den Ohren bist. Okay. Wenn du ein paar Biester tot sehen willst, kann ich dir vielleicht helfen. Wenn du dich da mal nicht täuschst. Ich meine, mit ein paar Banditen kann ich erleben. Mit denen werden wir schon fertig. Aber diese streunenden Chimären sind unberechenbar. Zwei unserer Leute wurden von ihnen während der nächtlichen Patrouille in Stücke gerissen. Und bald bin ich an der Reihe und muss auf Patrouille. Ich hatte aber vor, meine Ausbildung lebend abzuschließen. Darum braucht es jemanden mit Kampferfahrung, der sie ausräuchert. Wo genau sind deine Kameraden gefallen? Östlich von unserer Ausbildungsstätte, also am Fuß des Berges. Okay. Wir haben ihre Überreste dort auch vergraben. Wenn du also auf zwei Grabstellen stößt, bist du richtig. Aber pass auf, dieses Viehzeug hält sich dort irgendwo in der Nähe auf. Jojo. Ich kümmere mich um die Chimären. Wenn du dir diese Herausforderung zutraust, warum nicht? Ich habe mit ein paar anderen Akolyten ein paar Splitter zusammengelegt, um unter der Hand einen Jäger anzuheuern. Wenn du also dieser Jäger bist, erledige das Viehzeug. Du wärst der Erste, der sich dazu bereit erklärt. Unsere Vorgesetzten würden lieber uns verheizen, anstatt einen Profi anzuheuern. Ja, ja, schon, okay. Siehst du diesen Durchsuchungsbefehl? Ja, und? Kann ein Berserker überhaupt lesen? Wisch dir mit dem Wisch den Hintern ab oder tu, was du willst. Denn auch wenn ich nichts zu verbergen habe, lasse ich mir von einem Wildfremden nicht auf der Nase rumtanzen. Ich habe nichts zu verbergen, Master. Naja, pass mal auf da. So. Die gehen mir auf die Nerven. Ja, mir auch. Ist ja ein richtiger Standort hier jetzt. Ich kann das wirklich nicht enden. Na, ganze Zeit dachte ich, hier ist nichts. Und jetzt? Zack. Burgruine Westignanton. Okay. Da
laufen auch ein paar Viecher rum, aber die lassen wir erstmal in Ruhe. Wahrscheinlich verschlossen, ja. Ja. Carsten? Du bist wohl auf der Flucht vor den Alps. Oder hast du das Gemüse deiner Heimat satt? Einen Haut drauf aus Edan erblickt man schließlich nicht alle Tage. Hier bist du jedenfalls sicher. Wir kriegen hier beigebracht, wie man mit diesen Säcken umgehen muss. Ha. Welchen Zweck verfolgt der Außenposten? Hier können die Rekruten ihren letzten Schliff bekommen. Außerdem ist er als Knotenpunkt wichtig, um zu kontrollieren, wer einen Fuß nach Ignadon setzt. Das funktioniert natürlich nur, solange Banditen und Viecher einen seine Arbeit machen lassen, was aber nur selten der Fall ist. Hm. Kann ich von dir etwas lernen? Ich bin zwar kein Ausbilder, aber wenn dir das egal ist, lässt sich da sicher was machen. Hauptsache, du lässt hier und da was springen. Sonst bin ich nicht bereit, mein Wissen mit dir zu teilen. Das war ja klar. Bring mir etwas. Gut. Aber meine Stimme ganz anders, alles klar. Ist ja gut. Intelligenz und Schlösser knacken hast du. Klauen, ich weiß nicht. Das lassen wir erstmal, wa? So, man klaut nur zweimal. Dann geht schon zu klauen. Okay, hm. Waffenaufrüsten ermöglicht die Werkbank verbessern aufzurüsten. Na, das lernen wir doch gerne. Bam. Goldschmied. Ring und Amulette herstellen. Sockel einsetzen. Brauche ich noch Intelligenz. Aber jede Menge Intelligenz, Alter. Mine. Ja gut, aber das soll uns erstmal reichen. Danke. Wobei, nein, ich würde sagen, wir beenden die Folge und dann machen wir das mit dem Durchsuchungsbefehl, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr das kennt, Daumen da oder Kommentar, würde mich riesig freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Tschüss.